die ganzen anderen, die ganzen Neureichen und so, kaufen sich irgendwelche Dachterrassen und so weiter, weil das jetzt da alles so ein Flair hat und da gibt es ja jetzt auch ein paar Bars und so. Die stehen dann immer auf ihre Dachterrasse rum. Die stehen dann immer so, die reden ja auch anders. Hier so, die trinken ja auch nur noch moderne Mischgetränke, war Futschi jetzt nicht mehr. Wenn hier Sekt mit Aperol. Und dann immer so, ach, es ist wirklich interessant hier. Es ist wirklich ganz authentischer Bezirk, wo ihr jetzt wohnt. Es ist ganz, ganz, ganz nett. Ist ja auch so toll mit dem Wasser. Ihr habt ja auch so viel Wasser hier. Das wusste ich gar nicht, dass hier in Neukölln so viel Wasser ist. Ja, und der Gianluca, der kann hier ganz toll Geige üben. Das stört überhaupt niemanden. Der übt nachts bis um 12 Geige. Ist ganz toll. Chin, 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 chin. Und dann so, wisst ihr? Also ist wirklich toll hier in Neukölln, muss ich dir aber sagen. Das waren eben die Rixdorfer Perle, meine Damen und Herren. Wir sind hier exklusiv dabei in dem heiligsten Bereich des Heimathafens Neukölln. Hinter mir ist die Garderobe der Rixdorfer Perlen und wir haben die einzigartige Gelegenheit in unserer Stand-Up-Sendung hier bei Alex, die Rixdorfer Perlen jetzt live zu besuchen. Ich bin ein bisschen nervös, sie gelten ja als der harteste Stoff von ganz Neukölln, aber ich klopfe jetzt mal an. Der erste junge Mann kommt schon raus, wer weiß, was dem gerade widerfahren wird. Guten Abend, Christian Stahl-Bienix. Ein Zufall, das wäre aber so eine Überraschung. Herzlich willkommen. Stift auf dem Glas, schau. Der Mann ist aus Westdeutschland, sein Netz zu ihm, bitte. Ich hätte da mal so eine Frage. Es geht um Stand-Up in unserer Sendung. Guck mal, eine Frage. Ja. Wofür, also aufstehen, wofür stehen Sie auf? Für Neukölln, ja. Um zu frühstücken. Ja, für die Arbeit. Wa? Um ja, wieder ins Bett zu gehen. Ich stehe auch für meine Arbeit, lege ich mich meistens hin. Du musst ja viel später aufstehen als ich. Mit wem stehen die so auf? Unterschiedlich. Bei mir ist es ziemlich unterschiedlich, würde ich sagen. Bei mir eigentlich. Kann mir die Namen meistens nicht merken. Bunt gemischt. Also, ne, bei dir ist bunt gemischt. Ja, dick, groß, dünn, klein. Ich stehe immer alleine auf. Ich stehe immer in den Koffer alleine. Müssen wir jetzt über das Thema reden? Manchmal hast du den Putzpuschel oben im Bett. Also Stand-up. Was meinst du denn, das ist so Englisch oder was, war? Ja, das ist ja so, also Comedy. Aus Stand-up. Ich heiße Stand-up. Ja, genau. Stimmt. Ja, genau. Ständer hoch. Erektion heißt das. Ständer hoch, ja, genau. Also, was wir jetzt. Das ist eine richtig ordentliche Erektion, ist das. Also, wir haben ziemlich wenige, das kann ich dir aber mal erzählen. Wir arbeiten nicht dafür, dass man eine Erektion auf der Bühne hat, eigentlich. Ja, alle sollen Ständer hoch. Das ist unsere Übersetzung von Stand-Up-Comedy. Und wann stehen die so auf? Wann stehst du auf, Marianne? Nicht vor 12, also das kann ich ja nicht. Nee, wenn du lange arbeitest, bin ja bei meiner Bar immer so lange. Da mache ich schon Mittag, wenn die wieder aufsteht. Da mache ich schon den Vorstellen oder machst du das? Ich bin Marianne, ich habe hier normalerweise das feuchte Eck, das ist auch nicht unser normales Outfit. Wir sind ja jetzt hier von unserem letzten Akku, wo wir was Schönes tragen. Das ist Mietzekin, das ist die beste Putzfrau von der ganzen Welt. Mein Name Mietze, das ist der einzige Satz, den ich kann. Mein Name Mietze ist. Genau. Und ich bin Julekin und ich mache was anderes. Sie ist Tänzerin. Ja, sie tanzt. Unsere Tänzerin hier. Sie hat Hauptfach Stangentanz. Ja, genau. Und wir machen hier unser Ding und genau, wir sind die Rixdorfer Perlen und wir machen schon seit 3 Jahren Stand-Up-Comedy. Oder es ist nicht richtig Stand-Up-Comedy. Eigentlich bitte machen nicht. Wir eine Revue. Eben. Wir du so, da hast du ja was machen wir nicht. Nein, wir machen kein Stand-Up-Comedy. Wir machen ausgefeilte Gags. Die sind wirklich, also jeder Comedian weiß, ein guter Gag ist. Die sind 10-mal geprobt, 28-mal abgesprochen und 700-mal wieder neu gemacht. Damit dann am Ende sich an gar keine Absprache hält und es macht, wie es ist. Und wir singen alte Lieder, weil wir die Lieder eben schön finden und weil die auch ganz aktuell sind und auch sehr witzig. Und nicht zu vergessen, wir singen auch, ja? Ja. Das kommt immer, geht runter. Das haben die Leute jetzt schon verstanden, Spazierchen. Chanson. Ne, Chanson verstehen die alten Lieder, die keiner mehr kennt. Das ist mein Spezialgebiet im Alltag, aber ist ja auch, und wo wir aber dann immer gefragt werden, ob wir die Lieder selber geschrieben haben, weil die Texte halt so aktuell sind. Genau, das ist aber altes Berliner Liedgut, was die Leute nicht mehr hören dürfen, weil das verboten ist und so obszön. Weil im Heimathafen versuchen wir, modernes Volkstheater zu machen und wir versuchen halt, verschiedene Elemente zu verbinden. Ist dir schon langweilig, oder was? Das macht man nur, wenn man keine Bock hat. Obszön, sagten Sie. Und obszön ist. Stichwort, ne? Ja, genau. Und obszön ist. Ja, süß, das machen wir noch. Wir haben noch was, jetzt ganz erfolgreich werden. Deswegen wollte ich
einmal mit euch, einmal halt. Ins Bild. Oh, Wahnsinn. Aber wir müssen noch eine jetzt Sache einmal zeigen. Zusammen, einmal zusammen aufstehen oder wofür? Aufstehen? Nein, oder hinsetzen. Ist egal. Macht mit mir, was ihr wollt. Aufstehen oder hinsetzen? Nein, Männer machen mich fertig. Wir setzen uns alle. Ja, das ist jetzt das Gegenteil von. Und Kamera bitte aus jetzt. Halt, bin jetzt, aber wir müssen eine Verabredung. Was? Wir müssen. Was? Eine Sache, du musst es doch zeigen. Warte mal schnell in den Spiegel. Doch, du musst hochkommen wieder. Wir haben eine Überraschung. Das wäre so ein schöner Schluss gewesen. Nein, ach du schöner Schluss mit schönen Schluss. Guck doch mal in den Spiegel. Das ist doch nicht live. Hier, pass auf, jetzt. Zack, bumm. Zack, bumm. Oh nein, es funktioniert nicht. Oh nein, wir haben nämlich genug. Doch, jetzt. Ich will jetzt die Kamera übrigens noch an. Ja, nicht aus. Was ist denn denn? Nackig, nackig bin die Kamera. Das ist heute. Nee, das kostet extra.